Und noch einmal Fußball, aber ganz, ganz anders. In Kreiburg am Inn veranstaltete die Männergarde und die Prinzengarde ein Benefizfußballspiel. Da die Prinzengarde nur aus hübschen Mädchen besteht, mussten für die Männer natürlich Schwierigkeiten eingebaut werden. Sie spielten erst in Gummistiefeln, die wurden dann zusammengebunden. Zum Schluss durften die Männer nur noch gehen spielen. Eine lustige Veranstaltung, finde ich, aber natürlich auch eine hilfreiche. Der Reinerlös 2718 Mark. Wetten, dass unsere nächsten Studiogäste auch etwas mit Fußball zu tun haben? Ich gehe jetzt einmal hinüber, aber nicht nur mit Fußball, sondern auch mit Wetten. Würden Sie sich bitte erst einmal vorstellen. Mein Name ist Klaus Kross, ich komme aus Hanau und bin der Torwart beim FC Hanau 93. Torwart also? Ja. Gut. Mein Name ist Reinhold Kröll, komme ebenfalls aus Hanau und bin tätig in einem Einkaufs- und Freizeitzentrum. Mein Name ist Horst Rimmel, ich komme aus Hanau und bin Fußballnationalspieler, Ex-Fußballnationalspieler. Sie haben sich bei der Fußballweltmeisterschaft und für die Fußballweltmeisterschaft gewisse Auflagen gemacht. Welche waren das? Ja, wir hatten die Mietervereinigung des Einkaufszentrums Familienland Hanau hat sich also folgendes zum Ziel gesetzt, für jedes geschossene Tor 100 Mark für die Aktion Sorgenkind zu spenden. Mhm. Außerdem in unserem Freizeitbereich ein Torwandschießen mit Ex-Nationalspielern, wie Herrn Trimmold und Herrn Krost. Außerdem war auch Herr Nube noch dabei und talentierte Nachwuchsspieler, die dann dort diese Veranstaltung machten. Und da der Erlös aus dieser gesamten Aktion waren 1810 Mark 33. Ich wiederhole 1810 Mark 33. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Wir werfen jetzt zwischendurch noch einen Blick auf unseren Turmbau hier im Studio. Wie weit ist er gediehen? Hoffentlich gibt es keinen Durchzug, dass alles zusammenbricht. Noch 4 Minuten haben unsere Gäste Zeit zum Bauen. Dann werden Sie, liebe Zuschauer, auch erfahren, wie man mit dieser originellen Idee helfen kann. Originell auch dieses selbstgefertigte Schild an der Toilettentür. Frau Renate Meissner aus Witten hatte die Idee dazu am 44. Geburtstag und die Partygäste honorierten sie. Danach gingen 54,30 Mark auf das Konto der Hilfe. Horst Ludwig Schäfer aus Trier, rechts im Bild, arbeitet in einem Supermarkt und sollte Kleiderbügel wegwerfen. Er fragte seinen Chef um Erlaubnis, ob er sie zugunsten der Aktion Sorgenkind verkaufen dürfe. Gefragt, getan, 65,55 Mark lautete der Reinerlös auf dem Konto der Hilfe. 1.002 Mark kamen durch sogenannte Bußspenden auf dem Campingplatz Teutoburger Waldsee zusammen. Auf einem Campingplatz muss eine gewisse Ordnung herrschen und wer mal gegen diese verstieß, der musste etwas für die Aktion Sorgenkind spenden. Über 10.000 Mark kamen da in den letzten Jahren zusammen. Des Pudels Kern traf der mitteleuropäische Pudelclub in Offenbach mit folgender Idee. Die Frau des Vorsitzenden hatte sich ein Bein gebrochen. Das war natürlich nicht lustig. Lustig, aber hilfreich war der Gedanke, dass sich die Mitglieder für 1 Mark auf ihrem Gipsbein verewigen konnten. 311 Mitglieder taten das und 311 Mark landeten auf dem Konto der Hilfe. Eugen und Lydia Morlock aus Leonberg besitzen unter anderem 2 Haflinger Pferde und darüber hinaus noch eine gute Idee. Sie gaben den begehrten Mist ihrer Vierbeiner an Gartenfreunde ab und animierten dabei jedes Mal um eine Spende für die Aktion Sorgenkind. Über 403 Mark kamen inzwischen dabei heraus. Eine hilfreiche Idee gewissermaßen aus dem Nichts. Zwar nicht auf Mist gewachsen, aber trotzdem hilfreich und eine gute Spendenidee war die Idee des Schuhmachers Friedel Sichelschmidt aus Wermelskirchen. Mit dem Sparschuh, den er schon einmal für die Aktion Sorgenkind geleert hatte. Diesmal waren über 321 Mark in des Schusters Rappen. Schade, dass er sie an den Nagel gehängt und sein Geschäft aufgegeben hat. Tja, und jetzt geht's noch einmal rüber in die Ecke, wo noch mit fleißigen Fingern hier am Turmbau aus Papier, aus Bierdeckeln gearbeitet wird. Vorsicht ist geboten, ich will hier keiner auf den Deckel bekommen, wenn alles meinetwegen zusammenrutscht. Wir müssen jetzt aufhören. Bitte nehmen Sie Platz. Gleich meine erste Frage, was meinen Sie, wie viel Bierdeckel haben Sie hier verarbeitet? 320 ungefähr. 320, ja. Liebe Zuschauer. Hätten Sie es gedacht, 320 Bierdeckel in knapp 10 Minuten. Ich finde, das ist eine außergewöhnliche Idee. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen? Die Enkeltochter von Wirtsleuten, wo wir öfter verkehren, spielte am Tisch mit Bierdeckeln. Und da haben wir einfach mal mitgemacht. Mhm. Das wurde immer größer.
und war dann schließlich 2,65 Meter hoch. Und dann haben Sie 5 Stunden lang 5.985 Bierdeckel aufgebaut. Ja. Wie wollten Sie eigentlich damit helfen? Der Turm stand 14 Tage und jeder Besucher der Gaststätte hatte die Möglichkeit, die Anzahl der Deckel zu schätzen. Und jeder Tipp kostete 1 Mark. Mhm. Nach 14 Tagen haben wir den ganzen Turm amerikanisch versteigert. Und der Ersteigerer, der dort hatte dann das Vergnügen, dass er den Turm umschmeißen durfte. Mhm. Ideen muss man haben. Ja. Über welchen Reinerlös kann sich das Konto der Hilfe bei Ihnen freuen? Über 520 Mark. 520 Mark 50 muss ich hier verbessernd hinzufügen. Ja. Ich möchte allen hilfreichen Gästen hier im Studio danken, natürlich auch Ihnen zu Hause, die Sie geholfen haben oder der Aktion Sorgenkind vielleicht auch noch mit Beispielen guter Taten helfen wollen. Und nun, meine Damen und Herren, laden wir Sie ein zu Emmerich Kallmanns Zirkusprinzessin. Wir freuen uns, Ihnen aus Anlass der Wiederkehr seines 100. Geburtstages sein drittes Hauptwerk zeigen zu können. Nach den vor kurzem gesendeten Operetten Csárdásfürstin und Gräfin Mariza, die beide in Ungarn spielen, führt uns Kallmann hier in die bunte Zirkuswelt, in die russische Hocharistokratie und in die berühmte Wiener Luft. Neben vielen bekannten Künstlern und Artisten sehen Sie in den Hauptrollen Ingeborg Hallstein als Gräfin Palinska und Rudolf Schock als den geheimnisumwitterten Mr. X. Ich wünsche Ihnen zu Kallmanns unverwelkten Melodien viel Vergnügen. Wirklich so grandios. Wir kommen aus Moskau.